Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind immer noch mitten in der Hauptquest. Die Spitze des Speers ist gerade unsere Hauptagenda. Wir sollen immer noch, was sollen wir sammeln? Reinholz brauchen wir noch ein paar Stück. Und ein paar Loren von Läufern. Ich bin ja gerade mitten ins Spiel reingeturnt, weil ich gerade eine neue Aufnahmesession hatte. Oder gerade begonnen hatte, besser gesagt. Und hier habe ich auch ein paar Läufer getötet, weil die haben mich gleich mitten ins Geschehen angegriffen. Was nicht ganz so nice war, dass ich mitten in dem gespawnt bin. Da ist ein Läufer. Aber ich habe zwar ein paar von den Läufern getötet, also gut erlegt, gut weggekombot, aber sie haben keine Lore gedroppt, was ich nicht ganz so nice fand. Einfach mal suchen, wie man den Kont auszuschalten. Komm doch. Ja, nicht. Mann, ich wollte es episch machen, dass er auf mich zuläuft und ich den dann so... Ah, nice! Sehr schön, danke. Jetzt haben wir die Lore. Okay, jetzt müssen wir noch Reinholz sammeln. Wo kann man denn gut Reinholz sammeln? Den hab ich nicht getötet, oder? Ich kann auch mal nachcraften, nicht, dass mir die Pfeile ausgehen. Das wäre nicht ganz so nice. Mehr gehen nicht? Okay. Reinholz. Wo sammelt man denn gut Reinholz? Ist das hier Reinholz? Ich sehe auch schon, ich gehe hier viel zu offen durch die Welt. Ich werde gleich auf die Schnauze kriegen, wenn hier irgendwo ein paar Plünderer rumhängen. Aber ich sehe gerade nichts. Ist das Reinholz? Das ist doch Reinholz, oder? Das sieht so aus wie Reinholz. Ja, das ist Reinholz. Aber ich glaube, Reinholz verbraucht man, glaube ich. Okay, weil du gerade hier bist. Einfach weil du hier bist. Komm schon, guck her. Klappe. Wenn man wirklich auf die Schwachstellen zielt, sind die kein Problem. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, tut mir leid. Was soll ich denn ablegen? Was können wir denn nicht einsammeln? Schockspule. Hier, komm, lassen wir. Was ich sagen wollte, manche Maschinen sind wirklich easy, wenn man die Schwachstellen kennt. Zum Beispiel Wächter und so. Die kriegt man mit einem gut platzierten Schuss aufs Auge schon weg. Läufer, da muss man uns die Tank schießen. Aber bei dem Plünderer habe ich irgendwie noch nicht wirklich die Schwachstelle entdeckt. Ich glaube, wir jagen hier einfach mal weiter. Einfach, weil wir es können. Und... Hat er da unten uns bemerkt? Was? Was habe ich gemeint? Genau bei dem Waypoint da unten bin ich gespawnt. Und da hockt der gerade rum. Was soll das? Das ist kein Revier. Verschwinde. Ich fühle mich schon zu übermächtig. Das ist unglaublich. Ich fühle mich zu übermächtig. Ich meine, es sind nur Startmaschinen, also Maschinen, die im Startgebiet spawnen. Deswegen denke ich mir, wir werden trotzdem noch eine Herausforderung bekommen, auch wenn ich die Tiere unter in Anführungszeichen, okay, keine Tiere kann man sie nennen, diese Maschinen schon gut durchschauen kann. Okay, Reinholz. Wo kriegen wir denn Reinholz her? Das ist eine Lore, ne? Nehme ich mit. Achso, die liegen daneben rum. Das ist so ein Glücksdrop. Ist das Reinholz? Nee, das ist eine Beere. Komm ich trotzdem mit. Wo kriegen wir denn Reinholz her? Ich will jetzt nicht Holz sammeln gehen. Herr Fuchs, können Sie bitte gehen? Das ist Reinholz. Nehmen wir. Reinholz. 10 Stück, nice, haben wir. Okay. Wir können Feuerpfeile craften. Wir können Feuerpfeile craften. Ich hab, was ich wollte. Wir können Feuerpfeile craften. Rust am Motor. Wir haben Feuerpfeile! Geilo! Okay, okay, okay. Aber ich werde sie nicht einsetzen, weil Regen und so, das bringt, glaube ich, nicht ganz so viel. Ich gehe einfach mal zu Rust. Zu unserem guten alten Mentor. Aber ich gucke vorher auf die Karte, siehst du mal. Der hätte uns hier runtergeschickt, aber wir gehen den Weg hier. Querfeld ein. Obwohl, kommen wir über den Berg? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen hierher, ne? Ansonsten hätte er uns hier lang geschickt, aber wir können auch hier querfeld eingehen. Wenn wir da drüber kommen über den Berg, aber ich bin zuversichtlich. Weil dem Spiel ist eigentlich so über das Berge laufen eine ganz gute Taktik, um voranzukommen. Was höre ich da? Ich hoffe, das ist fleischlicher Natur, nicht maschineller. Siehst du mal, du kommst doch ganz gut voran. Warum den Weg gehen, wenn man über die Berge gehen kann? Das ist doch eine mega heftige, gute Abkürzung. Finde ich gut. Und wir sind hier vor Maschinen geschützt, weil die sind nicht in den Gebirgen. Wieder jagen. Es ist wohl schwer zu erleben. Ach ja?
sollen. Rost, hi. Aloy. Ich hab's alles. Du bist hier. Ja. Hi. Ja, nee, ich speichere noch schnell. Warte kurz. So. Herr Mentor, bin da. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Wieso bist du dunkel? Okay, erstmal aufklären, was wir gemacht haben und so. Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Also ich habe so wirklich die Vermutung, dass da eine richtig heftige Maschine draußen lauert und das unsere Prüfung ist. Da habe ich wirklich ein echt mieses Gefühl. Ich habe auch eine Stolperfalle. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ach ja, die haben wir noch gar nicht ausprobiert, was die kann und so. Ja, sollen wir vielleicht mal testen. Also, Rust. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rust. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist. Aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Natürlich. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Ja, das ist eine richtig heftige Entscheidung von den beiden. Ich denke mal, wenn man Sachen verheimlicht vor dem Dorf oder vor der Siedlung oder wie man es auch immer nennen will, das gibt doch nur Ärger. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ich meine, das wird die Zukunft zeigen, denke ich mir. Ist auf jeden Fall hart. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Hinlegen? Ich dachte, du wolltest dich hinlegen. Was ist denn jetzt? Ruh dich am Lagerfeuer aus. Schnellspeicher meinst du? Wahrscheinlich, ne? Ja, meint sie. Okay. Jetzt geht's nach draußen. Wissen die, dass wir durch wollen? Einfach durch das Pfeifen? Oder... Ah, okay. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche, was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Ach du Scheiße. Das habe ich gemeint mit, es werden Kreaturen kommen, die uns echt den... gern den Chaos machen werden. Uiuiuiuiuiuiui. Soll ich vorgehen, Rost, oder wie ist das?
Okay, gut, dann gehe ich vor. Dann gehe halt ich vor. Ist okay. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Nee, ich scanne. Das ist mir nicht geheuer. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Läufer. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Was? Oh, verstehe. Was? Was werde ich jagen? Ich will das nicht jagen, was das anrichten kann. Nee! Nochmal. Was ist das denn? Sägezahn. Sieht so ähnlich aus wie ein Säbelzahntiger. Ich meine, das sagen ja schon die Namen. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Ich hole mir schon die ganze Zeit Teile. Und ein menschlicher Kadaver. Davon können wir uns keine Teile holen. Alles klar. Macht ja aber auch irgendwie Sinn. Das bestätigt übrigens meine Vermutungen, dass wir bis jetzt so im Startgebiet waren, wo einfach nur... Da laufen wir einfach so durchs Bild. Wo einfach nur Maschinen waren, die uns quasi einen Einblick in das Leben gewähren sollen. Und dass jetzt quasi das harte Leben auf uns zukommt. Sollen wir uns hier durchschleichen oder sollen wir den mitnehmen, einfach mal, weil wir gerade da sind? Rost, was meinst du? Rost? Warte, wie kann ich denn den Sturm markieren? Easy! Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen? 6. Nice. Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese? Ah, kurz Pause. Und die Fertigkeiten aufleveln. Was gibt's denn Cooles? Bewege dich mit schweren Waffen schneller, ist natürlich nice. Schwer. Ich weiß nicht, worauf ich skillen soll. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte kriegt man denn am Ende? Kann man am Ende alles skillen, wenn man weit genug levelt? Soll mal kurz wissen. Wenn das jemand weiß, ab in die Kommis damit, bitte. Die schnellere Heilung ist natürlich nice. Langsam nimmt sich die Zeit. Das ist natürlich auch nice. Okay, stille Landung ist auch cool. Okay, das... Wir haben 2 Punkte. Also von dem her könnten wir das eigentlich nutzen. Ach komm, machen wir das. Machen wir das. Wir werden sehr oft Nahkampf einsetzen, wenn wir in der Klemme sind. Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Also das ist wahrscheinlich kein Säbelzahn. Sonst würden die uns hier nicht die ganze Zeit die Überreste hier vor die Füße werfen. Es wird irgendwas Heftigeres sein. Und ich hoffe, es ist nicht das aus dem Horizon Zero Dawn Trailer. Ich hoffe, es ist nicht dieses große Etwas, was man in... Was man, glaube ich, sogar auf der Verpackung sieht von Horizon Zero Dawn, auf dem Cover. Ich hoffe, es ist nicht eine das. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Was? Was ist das denn? Was ist das? Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Was? Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Das ist also die Prüfung. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Das ist eine Idee. Wo kann ich meine Fallen aufstellen? Ja, ist das Teil. Sägezahn. Fallen aufstellen. Ich guck mir das an. Ja, ich guck mir das an. Säbelzahn. Ah, Körper. Harte Außenhülle, die synthetische Muskeln und Betriebssysteme schützt. Okay. Lohebehälter. Auf den sollten wir eigentlich schießen. Schwäche, Feuer. Der Lohebehälter sollte ja doch eigentlich die Schwachstelle sein, oder? Lohe-Vorratsbehälter. Treffer von Elementmunition auf Elementbehälter lösen eine Explosion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schieße dieses Bauteil ab,
um die enthaltenen Rohstoffe zu sammeln. Das ist eigentlich ganz nice. Quellen. Okay. Okay, hier gibt es ziemlich viel Stuff, wenn man das so genau betrachtet. Ich finde das nochmal extra, das nutze ich jetzt wohl. Maschinenkunde, hier. Fehlt aber einer. Hier. Plünderer. Sägezahn. Okay. Ich bleib erstmal hier. Ich hoffe, dass der. Ich kann jetzt nicht runterhüpfen ins hohe Gras, das funktioniert hier nicht. Kannst du dich mal bitte umdrehen? Ich sehe den Lohebehälter. Schleif mich mal vorsichtig runter. Ach, das wird heftig, das wird so heftig. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich habe echt ganz mieses Gefühl. Aber hier, wo ich unsichtbar bin, sollte das eigentlich erstmal safe sein. Ich craft erstmal alles nach. Auch vor allem Feuerpfeile. Und normale Pfeile. Bevor ich erstmal auf Feuerpfeile gehe, wie viel Stück haben wir? Steht das irgendwo? Ach ja, stimmt, 20 von 20 und auch 20 von 20. Ich wähle erstmal Feuerpfeile aus, weil mehr Schaden und pipapo, sehr gut. Wo ist der Typi? Das da oben ist. Ah, Vorratskiste. Sollen wir uns das holen? Nee, ne? Und der Typi hier hinten. Siegezahn. Okay, wir werden uns langsam anschleichen erstmal. Das wäre, glaube ich, sehr schlau, wenn wir von oben angreifen, oder? Ich weiß es nicht. Sollen wir es von oben positionieren? Dann kommen wir, glaube ich, nicht auf den Behälter. Oder? Ich glaube, der Behälter ist am Unterkörper von dem Viech. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da ist er. Da kommt ihr her, okay. Wir bleiben erstmal hier im hohen Gras und gucken uns mal die Bestie an. Weil er sollte uns nicht sehen, solange wir hier im hohen Gras sind. Wir sind hier mal ganz leise. Wo ist denn der Dulli? Da ist er. Ich will ihn sehen. Oh, das ist schon ein fettes Teil, muss ich schon sagen. Nee, du siehst es nicht, verschwinde. Ja, ich weiß, dass ich seinen Behälter treffen muss. Geh weg. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich hier nicht, verschwinde. Ich meine, wir könnten den Behälter jetzt abschießen und dann schnell da hochrennen. Komm, no risk, no fun. Nee. ich gehe kein Risiko ein, nee. Ich positioniere mich richtig. Die Jagd dürfen wir nicht vermasseln. Ich will jetzt nicht sterben. Ich warte, bis er wieder... Kann ich da eigentlich auch den Kurs festlegen? Spur markieren. Ah, okay, sehr schön. Okay. Das heißt, er geht hier rum und kommt dann wieder hier hoch. Okay, dann werde ich mich da oben positionieren. Das ist, glaube ich, der Schlauste. Weil dann muss er nämlich den Weg hier rumgehen, bevor er zu uns kommen kann. Und hier haben wir sowieso hohes Gras, also hier können wir uns verstecken. Komm ich hier hoch? Ich komm hier nicht hoch. Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich komm hier hoch. Oh! Das ist schon Adrenalin des Todes. Was ist das hier eigentlich? Ach, danke. Nee, ich hab keinen Schiss. Komm, wir greifen jetzt einfach an. Ach komm. Ich bleib doch nicht stehen. Das ist eine dumme Idee, den jetzt anzugreifen, ne? Ich werde es einfach trotzdem tun. Ist entdeckt. Das ist... Was? Okay, ich muss weg. Oh, was? Alter, was? Was? Okay, das ist eine fucking scheiß Idee, was wir gerade hatten. Ich muss weg.
das ist der fucking Scheiße, die aus der Granaten. Oh, was? Sehr schön! Boah, was? Hätte ich nicht so viele Heilbeeren gehabt, das wäre unser Ende gewesen. Alter! Mein Herz ist rast. Heftig! Boah, ich habe schon unser Ende gesehen. Boah, was? Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein, folge mir. Also ich habe viel zu überstürzt gehandelt, das ist mein Fazit. Ich hätte mich viel besser positionieren sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass er fucking schnell ist. Ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Er ist ein unglaublich guter Mentor. Also mal so nebenbei angemerkt. Puh. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh. Was? Und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Okay, dann sehen wir uns in Mutterherz. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Alles klar. Oh, Tor betreten. Okay, ich will jetzt die Karte gucken. Okay, jetzt sind wir hier. Ach, so. Also hier geht's raus ins Nora-Jagdgebiet. Das ist dann hier unten. Alter, wie fucking groß die Karte einfach ist, Mann. Okay. Okay, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Finde ich gut. Großzügige Belohnungskiste finde ich noch besser. Inventar. Das machen wir noch schnell, bevor wir die Folge beenden. Das ist nice, okay. Metallschirm, Metallgefäß, Zünder, finde ich gut. Danke. Eine Lohe. Schnell, was? Schnellreisepapier? Okay. Habe ich nichts gegen. Okay, wir craften einfach mal nach, das kann man ja auch hier drin machen. Kann ich nicht anscheinend, weil ich keine Rohstoffe habe, alles klar. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für heute, für die heutige Folge. Das war so ein heftiger Kampf. Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, was ihr vom Kampf haltet und ja. Ich habe übrigens in die Comments geschrieben, dass ich mich am Ende nicht so lange mit der Verabschiedung aufhalten soll. Also sage ich einfach mal, Rayon sagt ciao, macht's gut. Ein neuer Tag bricht an. Was er wohl bringen wird. Das sehen wir morgen um 15 Uhr, Aloy. Bis dann, Leute.